Ja, hallo Leute. Jetzt ist es ja endlich möglich, auch in Cycles Feuer und Rauch herzustellen. Allerdings mit einer Blender-Version, die noch nicht stabil ist, aber eigentlich schon stabil läuft. Ich habe das einfach mal ausprobiert und zeige in diesem Video mal, wie man das jetzt machen kann, dass man eben voluminös auch in Cycles rendern kann. Okay, bis gleich. Okay, dann geht ihr auf diese Bildseite von blender.org. Der Link hierfür steht auch in meiner Videobeschreibung. Sucht euch euer Betriebssystem aus. Bei mir ist es zum Beispiel Windows 64-Bit. Ladet euch diese ZIP-Datei runter. Entpackt die in einen Ordner, wo ihr sie hinhaben wollt, meinetwegen auf dem Desktop. Und startet aus diesem Ordner dann einfach die Blender-Exe. Dann braucht ihr euer, wenn ihr jetzt 2.7 schon die stabile Version auf dem PC habt, braucht ihr die nicht über zu installieren, ne? Also sie läuft auch praktisch nebenher. Es funktioniert aber nur mit dieser Datei, was wir jetzt gleich machen wollen, eben dieses Feuer in Cycles. Mit der stabilen Version funktioniert das noch nicht. Okay, bis gleich. So, dann gehe ich hier auch in Cycles natürlich. Die Lampe lasse ich mal stehen für Ansichtszwecke gleich. Ist dadurch ganz gut zu sehen, wenn dann außen ein bisschen Licht kommt. Den Würfel lösche ich erstmal. Entfernen, Delete. So, dann mache ich erstmal diese Curve, dieses Curve. Gehe ich mal auf mit 7 in die Top Auto. 7 und 5 eventuell. Und füge mit, das ist hier glaube ich gar nicht unter, doch ein Path hinzu. So, da ist er. In den Edit Mode gehen mit der Tab-Taste und dann fange ich mal hier an, bei dem hier mit E und gehe gleich mit GZ immer um 0,15 etwa runter. Minus 0,15. Enter. E GZ minus 0,15. Enter. E GZ minus 0,15 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 Enter. Gehe mal hier so ein bisschen hoch. E GZ minus 0,15 Enter und nochmal E, so gerade an der Kamera vorbei. GZ minus 0,15 Enter. Gehen wir auf Taste 1. Sieht das so aus. Taste 0 erstmal. Fenster mal ein bisschen vergrößern mit N. Diese weitere Toolbar holen. Lock Camera to View. N wieder wegdrücken. Und dann mal so hindrehen jetzt. So, hier soll die Kugel nachher wieder rausflitzen, ne? Steht vielleicht nicht so ganz gut. Vielleicht sollten wir diese nochmal anfassen. Das sind die geraden Dinger. Ab hier haben wir erst runter gemacht. Machen wir mal GZ 015. GZ 03 GZ 045 GZ 06. Oh, jetzt müsste das eigentlich vernünftig aussehen. Kommt so an und flitzt hier dann so lang, ne? Und soll hier eigentlich auch rausflitzen dann so aus dem Bild.
Kann man doch vielleicht ein bisschen nachher hindrehen. Okay, ich gehe mal in den Edit-Mode und wähle den ersten Punkt hier oben an mit der rechten Maustaste und sage Shift-S, Cursor to Selected. Dann in den Objektmodus zurückgehen und mit Create hier eine UV-Sphäre hinzufügen. Das ist dann genau am Anfangspunkt des Curves, ne? Die verkleinern wir im Edit-Mode mit S 01, soll recht klein sein. Wieder in den Objektmodus zurück und einmal smoothen. Auf Tools hier smooth. So, ich gehe mal wieder auf Taste 1. Dies angewählt, das Curve dazu anwählen und Steuerung und P und als Follow Path ausrüsten. So, wenn wir jetzt wieder auf Taste 0 gucken, dann wird diese Kugel jetzt dem Path folgen, ne? Wenn wir hier abfahren. Das macht sie jetzt im Moment 100 Frames und dann hört sie auf, ne? Bis der Fahrt zu Ende sind 100 Frames rum. Das wollen wir aber auch ändern. Das machen wir mal auf. Gehen wir hier auf das Fahrtsymbol erstmal an. Wählen. Gehen wir aufs Fahrtsymbol und sagen da mal 120 Frames soll er dafür benötigen, ne? Und hier machen wir das Ende auf 125 Frames. So, und die Kugel ist jetzt bei 120 Frames schon außerhalb des Bildes wieder, ne? Prima. So, diese Emitterkugel, die ja den Rauch erzeugen soll, mal anwählen und dann einfach die Leertaste einmal drücken und Quick schreiben. Und dann hier Quick Smoke auswählen. So, jetzt haben wir unsere Domain da umzugekriegt. Ich gehe mal auf Taste 1, Frontansicht. Jetzt müssen wir die Domain diesem Pfad anpassen, ne? Wo die Kugel überall hinflitzen wird. Also mit SX. Man sollte die Domain einer Smoke-Domain sollte man auch nicht im Edit-Mode vergrößern oder verkleinern, weil sie am Mittelpunkt sich dann verändern wird, ne? Dann darf man wirklich nicht vergessen, den wieder in die Mitte zu setzen später. Darum einfach im Objektmodus vergrößern oder verkleinern. Die mache ich den mal hier hin. So ist es schon fast breit genug. Etwas breiter vielleicht noch mit SX. Hoch genug ist es schon. Gucken wir mal auf Taste 3. Ist natürlich nicht breit genug. SY. Mit G hier rüber. Ja, so müsste eigentlich immer alles in der Domain bleiben, ne? Auf 1 nochmal geguckt. Und auf 7. Es bleibt alles in der Domain. Ein bisschen mehr Platz wäre aber gar nicht mehr schlecht. Deswegen mit S alles noch ein kleines bisschen vergrößern. So. Dann gehen wir mal auf den Physics-Button der Domain. Das ist die Domain und stellen die Divisions gleich auf 96 etwa. Dreimal so hoch etwa, ne? Sonst ist das einfach zu grob alles. Alles andere lassen wir jetzt erstmal so. Und die Sphäre anwählen. Wenn wir jetzt losfahren, dann erzeugt sie schon ihren Staub, hätte ich bald gesagt, ihren Rauch, ne? Aber sie soll ja nicht nur rauchen, sie soll ja auch Feuer machen. Das wäre erst angewählt, hier von Smoke auf Fire and Smoke gehen. So, jetzt macht sie hier am Anfang Feuer und raucht hinterher ab, ne? Taste 0 würde das jetzt so aussehen. So, und damit das ein bisschen schneller geht, Blender muss jetzt ja die ganze Domain jedes Mal berechnen. Wenn wir auf 7 gehen, diesen ganzen Kasten muss ja jedes Mal berechnen, wo überall Rauch sein könnte. Deswegen gehen wir nochmal auf die Domain hier und schalten Smoke Adaptive Domain ein. Und jetzt, wenn wir jetzt abfahren, ist immer die Domain nur so groß, wie der Rauch im Moment gerade ist und deswegen kann das viel schneller berechnet werden, ne? Jetzt ist das eine adaptive Domain praktisch, ne? Immer da, wo Rauch ist, wird eine Domain berechnet überhaupt nur, ne? Und deswegen funktioniert das alles ein bisschen schneller im Preview hier auch. So, das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus, wenn es jetzt in Cycles auch so angezeigt werden würde, ne? Wenn wir jetzt mal ins Renderet gehen,
dann sehen wir gar nichts. Wir sehen nur diesen Cube, ne? Diese Domain. Der hat ja auch schon Material bekommen. Gehe ich mal hier runter. Smoke Domain Material, ne? Und wenn wir jetzt Use Nodes machen, dann bekommt er das Standardmaterial diffus, weiß einfach, ne? Und jetzt gehen wir mal hier in den Compositer. Hier gehe ich mal auf 3D zurück wieder. Dann kann ich hier, habe ich hier meine, gehe ich mal auf 1. Und hier gehen wir ins Renderit. Mit N mache ich mal diese Toolbar weg und gehe hier in den Node Editor, ist ja schon. Aufs Material-Button. Die Domain ist ja angewählt. Das ist das Material der Domain. Das Output steckt im Moment im Surface, ne? Das muss also eigentlich in das Volume rein, damit das Volumen der. Jetzt sieht man auch die Kugel auf einmal wieder dadurch, ne? Obwohl die innerhalb dieser Domain ist. Aber das diffuse Material dafür ist natürlich nicht geeignet. Deswegen machen wir das mal ganz weg und machen stattdessen einen anderen Shader hinzu. Add Shader Volume Scatter. Der Volume Scatter. G, so. Verstreut das Licht innerhalb dieser Domain, innerhalb dieses Volumens des Würfels, ne? Und das müssen wir aber ins Volumen stecken. Jetzt sieht man schon wieder ein bisschen was von der Kugel und dadurch, dass wir hier eine Lampe haben. Wo ist die Lampe? Da. Mache ich die mal dahin. Mache die auch mal ein bisschen heller. Sagen wir mal 500. Jetzt sehen wir das verstreute Licht der Domain, ne? Hier, ne? Fahre hier mal ein bisschen kleiner. Sieht man, glaube ich, deutlich, ne? Und gehe hier mal auf 0. So sieht man es besser. Das ist unsere Domain. Das verstreute Licht kommt durch. Ach, wir sind jetzt nicht auf der Domain so. Durch den Volume Scatter, der verstreut das Licht erstmal nur. Und jetzt kann man mit der Density sagen, wie stark soll das verstreuen, bis es gar nichts mehr da ist. Ne? Das können wir natürlich jetzt ganz schlecht hier einfach anhand dieser Density, dieser Dichte steuern. Das machen wir gleich anders. Erstmal fügen wir noch einen Volume Shader hinzu. Shader. Volume Absorption. Das heißt, ein Teil des Lichtes wird von ihm absorbiert. Der müsste jetzt auch hier rein. Es geht natürlich nicht beides in den Volume rein. Deswegen machen wir hier einen Add Shader hinzu. Shader, Add Shader. Und da stecken wir den oberen da rein und den unteren da rein. Ist aber auch ganz egal, wie rum jetzt. So, der absorbiert jetzt einen Teil des Lichtes, je nachdem, wie groß seine Density gestellt ist. Mehr oder weniger Licht absorbiert er. Und der genauso, der verstreut es wieder, ne? Wenn jetzt Sachen hier zu sehen sind, wie unsere Kugel, da wird das Licht noch dran reflektiert und das wird verstreut jetzt wieder innerhalb dieses Volumens des Kastens eigentlich. Damit wir das jetzt besser steuern können, können wir jetzt ein Attribut aufrufen. Add Input Attribut. Und zwar gibt es drei Attribute. Einmal Density. Das heißt, hierüber wird die Dichte gesteuert. Dann gibt es das Attribut Flame und das Attribut Color. Color brauchen wir eigentlich hier nicht. Wüsste ich jedenfalls noch nicht wofür. Aber Density ist natürlich gut, wenn man das weiß. Der Faktor, der hier kommt, soll in diese Density rein und steuert jetzt die Density. Und der genau das gleiche für den Absorption in die Density. Und jetzt sieht man unseren Rauch schon ein bisschen. Ich mache das hier mal, die Domain mache ich mal ganz dunkel, schwarz. Jetzt sieht man unseren Rauch und die Kugel, ne? Aber noch kein Feuer, ne? Obwohl hier ja Feuer zu sehen ist eigentlich. Und das kann man eben ein bisschen steuern jetzt, ne? Wir haben ihm ja bisher nur gesagt, er soll die Density überwachen, das Attribut Density.
Das heißt also, die gesamte Dichte dieser Domain, dieses Kastens, dieses Volumens wird jetzt überwacht. Was ist dichter, was ist nicht dicht? Was ist völlig frei, ne? Praktisch um den Rauch hinzu ist ja alles frei. Das ist also, hat also keine Dichte. Da wo der Rauch ist, ist viel Dichte. Wo das Feuer ist, das haben wir ihm noch nicht gesagt, ne? Also deswegen wird im Moment die gesamte Dichte mit der Density bestimmt. Einfach. Wir können ihn aber auch einfach kopieren, Shift D, und machen daraus Flame. Und wenn wir den jetzt, den Faktor jetzt hier reinstecken würden, dann würde er nur noch die Flamme anzeigen. Ja, können wir einfach mal ausprobieren. In die beiden. Jetzt hätte er nur noch die Flamme sichtbar. Ne? Sehr schwach hier, aber nur die Flamme, die gesamte andere Density wird also nicht mehr beachtet eigentlich. Ne? Wir lassen das aber hier mal auf der gesamten Density, der gesamten Dichte. Alles wird beachtet. Hier ist die Flamme eigentlich auch schon mit drin. Die müssen wir jetzt bloß mit dem Farbwert anzeigen. Deswegen ist der dritte Shader für das Volumen, ist der alte Emission Shader, der schon immer da war. Ne? Machen wir einfach mal einen Emission. Wo ist er? Das ist ein bisschen blöd hier mal. Mit dem tiefen Fenster. So, da ist er. Dann müssen wir natürlich noch einen Add Shader hier zutun. Shift D. Und da machen wir mal einen Emission rein. Und wow, jetzt ist das ganze Ding wieder. Die ganze Density wird jetzt nochmal mit einem Emission versehen. Mit einer Stärke von 1. Das könnte man jetzt auch regulieren mit 0,01, dann wäre das nur noch ganz schwach, ne? Aber immer noch viel zu stark, weil alles wird übertüncht eigentlich, die gesamte Dichte des Kubus hier, ne? Wir wollen ja nur den Schweif sichtbar behalten. Deswegen können wir auch das steuern mit der Stärke der Flame. Das wird das als Stärke reingeben. So, und jetzt haben wir hier die Flame sichtbar. Der Rauch bleibt sowieso hierdurch schon sichtbar. Und jetzt können wir dem auch eine Farbe geben, ne? Wenn wir das jetzt rot machen würden, dann wäre die Flamme wäre rot. Aber es wäre natürlich langweilig, deswegen kann man das besser machen mit einer Color Ramp, ne? Mach das mal hier ein bisschen nach oben. Mit Add. Converter. Color Ramp. Ja, die sollen ja auch nirgends rein. Die soll jetzt einfach nur mal hier mit verbunden werden. Mit dem Color Wert. Moment ist von schwarz nach weiß. Und der Faktor kommt wieder von diesem hier, von der Flamme. Und jetzt können wir ihm natürlich sagen, wie soll die Flamme aussehen, ne? Von schwarz nach weiß. Von schwarz ist praktisch transparent, nichts sichtbar. Nach weiß ist es voll sichtbar. Das heißt, wir machen hier mit Plus einfach mal in die Mitte einen rein, setzen den aber gleich ein bisschen nach hier. Und machen da so ein beige-gelb draus. Ruhig ein bisschen heller schon gleich. Ne, jetzt wäre die Flamme von unsichtbar zu gelb zu weiß. Ne? Da, wo sie entsteht, ist sie weiß. Dann machen wir noch einen dazu. Na, da gehen wir dann auf Orange. So ein helles Orange. Und noch einen letzten, den färben wir genau rot ein. Mache ich mal direkt 1, 0, 0. Und jetzt haben wir eine schöne Flamme eigentlich, die einfach hier über das Attribut Flame gesteuert wird. Wie stark sie sein soll, wie sie ausgebildet wird, geht dann über den Faktor über erstmal in die Strength rein, wie stark sie zu sehen ist. Und wie die Farbe ausgebildet wird. Frame für Frame. Ne? Damit der Rauch jetzt auch noch sichtbarer wird, könnten wir dem natürlich auch genau das gleiche verleihen. Eine Farbe einfach. Ne? Mach das mal ein bisschen kleiner hier. Schieb das hier so ein bisschen nach unten. Und dann kopiere ich mal den Emission, Shift D. Mache hier noch einen Add Shader rein.
Shift D. Und die gesamte Density kriegt jetzt nochmal Animation dazu. Jetzt ist wieder alles, weil der gerade auf Rot steht. Das ändern wir aber auch gleich wieder mit dem Farbwert. Wir können den hier mal kopieren. Shift D. Setzen den als Farbwert ein. Und von der Density natürlich den Faktor hier rein. Und die Strength. Ne? Jetzt haben wir natürlich einen roten Schweif, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wählen wir mal, wenn man die näher ranfährt, ranzoomt, dann kriegen die auf einmal diese Schalter. Ne? Dann kann man sie besser bedienen hier. Der ist auf schwarz, der nächste, den machen wir mal auf so ein ganz zartes Blau. Aber ruhig dunkler, so ein Mittelwert. Und den. Er soll ja auch kein Rot haben. Kann man natürlich auch machen, wie man möchte, ne? Das ist ganz klar. Den machen wir schon heller. Kann auch so bleiben. Und vielleicht auch noch so ein noch mal wieder runter in den graueren Bereich. Dann haben wir hier schön diese Wellen drin, ne? Das ist wie so eine Textur, die hier drauf angewendet wird eigentlich, ne? So, und damit das Ganze jetzt richtig rauskommt, können wir die Struktur, also die Dichte des Rauches zum Beispiel, können wir noch wieder erhöhen oder erniedrigen, wenn, je nachdem, wie wir es gebrauchen, ne? Das heißt, wir machen hier einfach, wenn wir mit diese beiden hier Shift gehalten und mit der linken Maustaste hier einen Strich durchziehen, dann werden die verbunden, ne? Mit G können wir den ein bisschen wegziehen hier. So, und damit das Ganze jetzt besser rauskommt, also hier haben wir jetzt zwar schon einen schönen Schweif und ganz gute Flamme, aber man kann das alles noch verstärken. Bringen wir hier mal zwischen, die haben wir jetzt ja verbunden hier, die beiden. Bringen wir hier mal zwischen mit Add, Color, Bright Contrast, also Helligkeit und Kontrast. Der bewirkt jetzt erstmal noch gar nichts. Aber der Wert von hier wird in einen Kontrast umgewandelt. Ne? Und dadurch erhöhen sich die Skalierwerte hier für die Density wieder. Aber sie sind eben noch genauso, weil das beides auf 0 steht. Deswegen fügen wir nochmal mit Add Converter Math einen kleinen Taschenrechner hinzu und stellen den auf Multiply. Und jetzt können wir hiermit bestimmen, wenn er auf 1 steht, kommt es genauso raus, wie es hier berechnet worden ist, ne? Wie es hier praktisch berechnet worden ist. Ist zwar ein Kontrast umgewandelt, aber noch nichts verändert, weil das mal 1 ist, das ist ja das gleiche dann. Auf 0,1 würden wir die Dichte erniedrigen. Es ist jetzt nur noch viel mehr zu sehen, weil wir schon das Emission-Feld dazu getan haben, ne? Was eigentlich nicht nötig tut beim Rauch. Aber ich wollte das trotzdem haben. Erhöhen wir das, ich sag mal ganz kräftig auf 25, dann haben wir richtig fetten Rauch, ne? Deswegen habe ich das immer so, ich habe das mal für mich so rausbekommen, auf 5 sieht das ganz gut aus, hat man richtig speckigen Rauch und mit vielen Wellen und so weiter, ne? Und das Gleiche können wir natürlich auch für hier unten machen, für die Flamme, ne? Dass sie besser zu sehen ist. Nur hier wenden wir das direkt auf die Density an, auf das Attribut Density. Hier auf das Attribut Flamme, aber wir verändern nur die Strength hier. Die Stärke, wie die Flamme zu sehen sein soll. Deswegen wähle ich die mal beide an mit Shift und kopiere die mit Shift D. Ziehe sie hier runter. Und dann machen wir einfach von der Strength hier ab. Hier rein. Und das wieder in die Strength. So. Jetzt sehen wir auch schon, die Flamme hat sich erhöht, weil der auch schon auf Wert 5 steht. Auf 1 würde es genauso aussehen wie vorher. Auf 0,1
hat man kaum noch eine Flamme, ne? Also fast gar nicht mehr zu sehen. Weil die streng für das Emission-Feld weit runtergesetzt ist einfach, ne? Es ist eigentlich nur noch die normale Density hier zu sehen. Deswegen setze ich den auch auf 5. Dann haben wir eine sehr schön leuchtende Flamme eigentlich. Und was man jetzt noch für die Flamme machen kann, ist im Nachhinein nochmal zwischen um den Farbwert noch ein bisschen zu verändern, können wir nochmal einen Gamma-Node hier zugeben. Add Color Gamma. Das macht die leuchtendsten Farben nochmal ein bisschen anders, ne? Ne, da war er falsch. Das verändere ich mal wieder zurück. Hier darf der natürlich gar nicht hin, sondern hier. Ne? Auf 1 bleibt es alles wie gehabt. Ich kann den aber auch ein bisschen erhöhen. Dann würde es rötlicher werden und. Aber ich lasse das mal auf 1. Man kann es ja trotzdem einfach hängen lassen. 1 ist also das, was hier schon ausgesucht worden ist für den Emission Shader. Ne? Okay. Das war es im Grunde genommen. Also wir können sehr schön die Dichte verändern. Mit einem Bright Contrast, den wir kontrollieren über den Multiply. Wie oft wir den multiplizieren oder runter multiplizieren, können wir ihn ja auch. Und die Flamme genau das gleiche. Was man auch noch steuern kann, ist natürlich, wenn diese Flamme hier zum Ende hinzukommt, soll sie fast erlischen, ne? Also soll sie immer dunkler werden und genauso der Schweif auch, ne? Den Schweif können wir eigentlich oder die Flamme können wir eigentlich erlischen lassen, indem wir einfach den Faktor hier für das Multiply. Das steht jetzt auf 5, dann gehen wir auch auf Frame 1. Und setzen hier ein I drauf auf die 5. Gehen dann meinetwegen auf 110, kurz vor Ende. Setzen wieder ein I, gehen dann ganz ans Ende auf 125. Und setzen ihn dann auf 0,01. Und wieder ein I hier drauf. 0,01 mal das, was hier berechnet worden ist, ergibt so gut wie nichts mehr, ne? Oder das mal 0,01 ergibt so nicht gut wie nichts mehr. Das heißt, das Emission bekommt keine Strength mehr. Das heißt, es wird dunkel, die Flamme. Bei der Density können wir das genauso machen. Auch diesen Multiply animieren. Wieder auf 1 zurück. I auf 110. I und ans Ende 0,01 I. Aber hier müssen wir zusätzlich nochmal die Strength für das Emission, was ja hier reingeht, das Emission von dem Density, von dem Schweif praktisch, das müssen wir nochmal auch verringern. Deswegen gebe ich hier nochmal mit Add Converter Math von dem Faktor hier, von der Density zur Strength hin, auf Subtract stelle ich das. Muss ich mal ein bisschen größer fahren hier. Auf Abziehen praktisch, ne? Und da setzen wir auf Frame 1 erstmal gehen. 0. Also es soll nichts abgezogen werden. Die Strength bleibt, wie sie ist. Ein I. Dann wieder auf. Das kann auch ein bisschen später passieren. Auf, sagen wir mal, 115 erst. Auch bleibt das bei keinem Abzug. 0. Und ans Ende dann Abzug von 1. Das ist auf jeden Fall ausreichend, auch wieder ein I, um die Strength ganz abzuschalten. Ne? Praktisch, das wird praktisch duster. Und das sieht einfach besser aus, wenn hier alles so ankommt und am Schluss dann eben ausgeblendet wird. Finde ich jedenfalls. Kann man aber auch weglassen. Wenn ihr euch diesen Node nochmal angucken wollt, sieht ziemlich wild aus, aber wenn man sich da erstmal mit befasst hat, ist es eigentlich ganz einfach.
gehe mal mit Steuerungspfeil nach oben in ein ganzes Fenster, damit ihr euch das nochmal richtig anschauen könnt. Attribut Density, Attribut Flame. Und für beides geht ein Emission, was vorher gemischt wird über die Color Ramp, in einen Edge Shader. Zum Output in das Volumen rein. Sehr schöne Sache. Steuerung Pfeil nach oben. Was nicht so schön ist, ich fange mal jetzt irgendein Frame hier an. Das aktualisiert er schon nicht, ne? Richtig, ne? Gehen wir in den Solid und dann wieder in den Renderit. So, dann hat das aktualisiert. So ein Volumen braucht sehr viel Renderzeit. Das muss man wirklich sagen. Also, das hatte ich mir nicht so vorgestellt. Es gibt hier auf dem Render-Button einmal die Einstellung natürlich machen. Ich mache jetzt mal wieder 1280x720. Output anlegen ist klar. Ich nehme dieses OGG Theora als Filmmaß. Das ist werden sehr kleine Dateien und trotzdem haben die eine ausgezeichnete Qualität, finde ich. Und das Sampling jetzt. Ich habe mal das Video, was ihr im Vorspann gesehen habt, mit 50 Rendergängen gerendert. Render Samples. Und hier beim Volume Sampling, das ist ganz wichtig, dass ihr da irgendwas einstellt. Es steht jetzt auf 0,1 Step Size. Das bedeutet so viel, ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Render Samples von hier wird nochmal bis 1, also geteilt durch 10 praktisch, also 10 mal extra angeschaut im Volumen, ob es richtig sitzt. Ne? Und das dauert natürlich. Ne? Das kann man jetzt höher stellen, ich sag mal auf 0,5, dann würde es nur noch zweimal angeschaut extra werden, ne? Jedes von den 50 Samples. Ne? Dann geht das schneller, aber es sieht auch nicht mehr so schön aus nachher. Das muss man wirklich sagen. Das muss man einfach mal ausprobieren, was einem gefällt noch. Ich habe es dann mal auf 0,1 gerendert und sage und schreibe, 125 Frames waren es ja nur, auch dieses Vorspannvideo, mit 50 Render-Samples gerade mal. Das hat jetzt gute 9 Stunden gedauert. Ne? Und das ist schon Wahnsinn, finde ich, für so ein kleines Video mit 50 Render-Samples nur. Ne? Vielleicht gibt es noch mal eine Verbesserung für Cycles, was den Rauch betrifft, was das Rendern dann auch betrifft. Aber im Moment ist das wohl so, dass es wirklich sehr, sehr lange noch dauert. Okay, ich hoffe, es war von Interesse. Und bis zu meinem nächsten Video. Und tschüss.